Und drin sind wir. Ganz vorsichtig. Das Prisma. Ich habe es, aber wie bringe ich es an dem Wächter vorbei? Nee, vor das Fenster werfen. Holzkästchen. Ich könnte was. Ich hätte mal wahrscheinlich. Das Prisma passt genau hinein. Wir hätten die noch die Nuri noch mal hoch Dingens müssen. Was? Jetzt werfen diese Säufer schon mit Flaschen. Oh, wie ich den Norden satt habe. Okay, und jetzt raus. Ich hoffe, wir finden das Prisma wieder. Das jetzt im Wasser schwimmt. Ah ja. Wenn ich doch schwimmen könnte. Wenn ich doch. Tja, also. Wozu? Wie kommen wir da jetzt ran? Wenn ich doch. Rausfischen. Weg sei Dank. Hätten wir die Hängematte auch hier irgendwo hinsperren können? Nee, hätten wir nicht. Hätten wir aber vorher dran denken müssen. So, jetzt haben wir das Prisma. Sag mal, Nuri. Du kannst. Jetzt fahren wir mit dem Fährmann. Na gut. Zu den Sümpfen. So, Segel los. Fährmann? Es kann losgehen. Aha. Auf geht's, volle Fahrt. Komm, Nuri, wir fahren los. Aber wie finden wir den Weg? Wir folgen einfach dem Licht des Kristalls. Aha. Da fallen wir nicht auf. Oh, wieso hat uns der Fährmann nicht weitergebracht? Dem Fährmann war es hier zu unheimlich. Ist es denn unheimlich hier? Hast du Angst? Nein, du bist ja da. Errungenschaft freischaltet feuchte Füße. Ist das schon das Ende eurer Welt? Ja, bald sind wir da. Warum ist es dann so düster hier? Du sagtest doch, Fanglari wäre ein schöner Ort. Und müssten wir nicht schon den grünen Himmel am Horizont sehen? Fanglari wäre schlecht verborgen, wenn es jeder schon von Weitem sehen könnte. Da hast du recht. Ach, Geron, es klingt alles so wundervoll, als würden bald all meine Träume wahr werden. Sag mir, in Fanglari gibt es doch bestimmt eine Prinzessin. Weißt du, ob sie glücklich ist? Keine Prinzessin ist so glücklich wie die von Fanglari. Sie lebt in einem Turm aus Mandelholz, zusammen mit dem König der Kastanien. Und jeden Abend singen ihr die Tiere des Waldes ein Schlaflied, das man noch bis hinter die Hügel im Elfenbeingebirge hört. Und verlässt sie jemals ihren Turm? In ihrem Turm werden alle Träume wahr. Warum sollte sie ihn verlassen wollen? Will sie denn nicht reisen und die Welt sehen? Nuri, der Turm der Prinzessin von Fanglari ist eine eigene Welt. Es gibt jeden Tag etwas Neues zu entdecken. Ein neues, verstecktes Zimmer, ein geheimer Garten. Glaubst du mir nicht? Ich glaube dir. Geron? Als ich damals das Feenreich verließ, habe ich immer von einem Land wie Fanglari geträumt. Ach was. Und es ist sogar noch schöner, als ich je gedacht hätte. Warte doch erst mal, bis wir da sind. Das ist es nicht. Ich möchte dir etwas geben.
Deine Kette? Aber... Bald bin ich in Fanglari. Dann kann ich wieder frei zaubern. Bis dahin sollst du sie für mich tragen. Aber wie... Wie willst du ohne das Feenwasser zaubern? Du zauberst. Ich? Ich schenke dir meinen Zauber. Dann kannst du auch alles wieder heil machen, was du zerdepperst. Ich weiß nicht, ob... Jetzt nimm sie schon. Und er kann dann zaubern. Schön. Ich meine, er kann ja schon zerdeppern, aber... Am Ende der Welt. Genau richtig. Naja. Richtig wofür? Na, für unseren Liebesbund. Bitte was? Bitte was? Liebesbund. Was? Was? Nori, was auch immer passiert, du vertraust mir, richtig? Mhm. Ach du Scheiße. Das passt ja. Frauenversteher. Augenschiff freigeschaltet. Rabe! Aha. Psst. Oh nein, der Rabe. Geron, du wächst ihn noch auf. Wo warst du so lange? Ich habe mir einen Überblick verschafft. Und ihr? Wir gehen nach Fanglari. Dort kann ich endlich wieder zaubern. Es gibt Regenbogenbiber und ich bin sicher vor dem Seher. Ja, und verrät sie jetzt. Und ich nehme jetzt auch mit. Nach Fanglari? Es ist so schön dort. Es gibt einen grünen Himmel und die Zeit ist unendlich. So, so. Einen grünen Himmel, also. Oh, wei. Guten Morgen, Nori. Schon wach? Wegen gestern Nacht. Lass uns nicht reden. Gut. Wir nehmen am besten das Ruderboot, um dem Licht des Prismas zu folgen. Dann sind wir schon bald am Tor nach Fanglari. Fehlt nur noch ein Paddel. Aber ich kümmere mich schon drum. Bisher habe ich ja auch alles andere hinbekommen, richtig? Richtig. Ich fürchte, sie hat die Wahrheit erfahren und... Geron, welche Farbe hat Fanglaris Himmel nochmal? Fanglaris Himmel ist grün wie die Weiden im Sommer und die Sterne funkeln den ganzen Tag über. Grün, so war's. Aha. Woraus war nochmal der Turm der Prinzessin von Fanglari? Sie stellt Fragen. Ach du Schande. Sie lebt in einem Turm aus Walnussholz. Ach so. Ich dachte, es wäre Mandelholz gewesen. Ich habe wohl nicht richtig aufgepasst. Es gibt viele Geschichten über den hölzernen Turm der Prinzessin. Bald werden wir wissen, welche davon wahr ist. Wie hieß dieses seltsame Tier gleich noch? Ich verkacke doch alles. Regenbogenbiber, Nori. Regenbogenbiber. Richtig. Regenbogenbiber. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Okay, ich glaube, wir haben es gerade so noch geschafft. Ein Beil. Das können wir brauchen. Ein Kern. Hilfst du mir, den Karren aus dem Schlamm zu ziehen? Wozu denn? Auch wieder wahr. Ein Spatenkopf. Wie kann man klicken, knicken mit Klappspaten? Das Boot sieht noch gut aus. Findest du? Nein, du hast recht. Können wir es reparieren? Wenn ich jetzt deine Zauberkraft habe, wünsche ich mir einfach die Löcher weg. Es hat geklappt. Siehst du? Wunderbar. Fehlt nur noch ein Paddel.
Das können wir vielleicht mit dem Beil machen. Zu klein für ein Paddel. Passt nicht. Ja. Hilfst du mir den... Wozu denn? Auch wieder wahr. Vielleicht können wir das auch reparieren. Da bringt der Zauber nichts. Ja. Keine Zeit für so... Okay. Naja. Sei vorsichtig. Ein Paddel brauchen wir. Mit Karren hier vielleicht. Hier brauche ich etwas Größeres. Wir könnten sicher irgendwie den Karrenstiel irgendwie damit benutzen, aber. Ja und okay. Na dann. Wir haben doch jetzt ein Paddel. Siehst du? Wunderbar. Fehlt nur noch. Wenn wir noch den Paddel, dann nimm doch das hier. Er hat die richtige Länge für ein Paddel. Aber es fehlt noch ein Paddel. Was willst du? Okay, komm vielleicht. Schon haben wir unser Paddel. Es kann losgehen. Ah, sehr schön. Ein Spaten. Auf nach Fanglari. Und da sind wir schon. Direkt übers Wasser gelegt. Falls das Boot das ging ja schnell. Habe ich keine Wahl. Dann muss ich Nori nach Fanglari begleiten. In ihre Welt, meine ich. Ja. Wie kommen wir da jetzt rüber? Ein Irrlicht. Sei vorsichtig. Nori. So, jetzt hat noch einen Baumstamm, da könnten wir gegenboxen. Zu stark verwurzelt, um ihn umzustoßen. Du hast es ja nicht mal versucht. Guck mal, wie der. Zu stark verwurzelt, um ihn umzustoßen. Wenn du den Baum streichelst, dann kannst du ihn natürlich nicht umstoßen. Das ist. Tja. Ein löchriger Stiefel. Ein Irrlicht. Ein fauliger Pestgeruch steigt von dem Wasser auf. Aha. Würde gerade fragen, warum wollen wir das Irrlicht riechen? Wenn ich die Pflanze einfach abreiße, stirbt sie. Die ist doch schon tot. Sieht doch alles jetzt ziemlich tot aus. Ja. Pflanze ausgraben. Au, das Zeug brennt. Namenloses Gewächs. Mit dem Spaten. Gut. Jetzt haben wir ein namenloses Gewächs. Eine Spuckpflanze. Können Spuckpflanze vielleicht mit irgendwas kombinieren? Mit einem hohlen Baum? Mir fällt dazu nichts ein. Mit dem Irrlicht? Feuer scheint dieses Gewächs aufzuschrecken. Vielleicht können wir ja mit dem Beil den Baumstamm umstreicheln. Es gibt immer einen Weg. Sehr gut. Na dann rein in den hohlen Ohne Baum. Seil kommen wir nicht hinab. Zum Glück haben wir ein Seil dabei. Nori? Ich gehe zuerst. Ich gehe zuerst. Wenn ich zum Stein werde, folge mir nicht. Wenn du zum Stein wirst, kannst du mich aber auch nicht warnen. Da hat er irgendwie recht. Oha.
Da könnte was dran sein. Nimm zu Stein werden. Was ist das für ein Licht? Nori, komm nicht näher. Was ist denn da? Stopp! Bist du wahnsinnig? Es hätte dich fast gesehen. Du bleibst jetzt hier hinter dem Felsen, verstanden? Ich überlege mir, wie wir an dieser Kreatur vorbeikommen. Eine Pfauenskulptur. Ah ja. Ein Rätsel. Wenn es mich entdeckt, bin ich tot. Hilf mir, Fex. Tja, also. Wenn es mich entdeckt. Im Spiel könnten wir es irgendwie abwehren. Pflanze. Wenn der Odem dieser Pflanzen in den Augen brennt, aber wie schieße ich ihn dort hoch? Unsinn. Wenn es mich entdeckt, bin ich tot. Hilf mir. Du sollst ja auch nicht hingehen, du sollst die Spukpflanze. Wenn es mich. Puh. Wenn es mich entdeckt. Okay, haben wir sowas wie ein Spuckrohr oder so, womit wir das hochschleudern könnten. Mit der Hängematte. Nicht sehr schlau. Ein Prisma. Ich bin sicher, der Pfau und das Prisma haben etwas miteinander zu tun. Nur was? Aha. Ein Pfau? Nur eine Statue. Wir sollten hier nicht sein. Ein Herold aus Fanglari. Er heißt uns willkommen. Woher willst du das wissen? Gibt es noch mehr dort, wo wir hingehen? Oh. Warst du das? Ein Lichtpfau. Mhm. Okay, können wir vielleicht irgendwie das Auge erst ablenken. Und von da dann drüben. Bestimmt im Spiegel noch irgendwie was tun. Wenn es mich enthilft, mir Fex. Wenn es mich enthilft, mir. Ja, ja. Hm? Nein. Weil ich das Netz über den. Ich muss drehen. Vielleicht. Diese Statue ist hier aufgezeichnet, aber Goswin hat nicht herausgefunden, wozu sie gut ist. Nichts. Nichts. Nicht Feuer machen. Mit dem Messer. Das kann ich nicht zerstören. Also Nuri hatte irgendwas gemacht. Nichts. Ich muss dringen. Warum sollte ich? Verzeihung. Genossen. Jede andere Fähigkeit wäre nützlicher. Da fehlt nichts. Tja. Dieser Lichtpfau war einmal auf den Höhleneingang gerichtet. Wie lange muss das her sein, wenn vor seinem Schnabel inzwischen Felsen gewachsen sind? Eventuell, wenn doch Nori gerade. Kennst du mal. Nori? Ach so. Hast du eine Idee, wie wir an dem Wächter vorbeikommen? Vielleicht sieht es uns nicht, wenn wir es nicht sehen. Wir müssten nur unsere Augen schließen. Sonst noch irgendwelche Vorschläge? Kannst du die Höhle komplett verdunkeln? Ich weiß nicht, aber danke für deine Anregungen. Gern geschehen. Danke noch einmal für dein Geschenk. Es bedeutet mir sehr viel. Du musst keine Worte dafür finden. Ah, ja. Berühre die Statue noch einmal. Und versuch uns einfach mal. So schön. Die Lichtspiegelung scheint das Monster zu faszinieren.
Das dachte ich mir, dass er mit dem Spiegel irgendwas, aber ich dachte, dass wir das irgendwie umlenken können, dass die Kreatur blendet. Es ist abgelenkt. Ah, okay, jetzt holen wir uns die Öllampe. Vielleicht. Und füllen die mit Öl. Sie ist zerbrochen. Das ist ja kein Problem. Das kann ich jetzt bis zur Erschöpfung wiederholen. Leider fehlt der Docht. Und als Gefäß taugt sie auch nicht viel. Doch, vielleicht haben wir... Natürlich nicht. Warum nicht? Leider fehlt der Docht. Anzünden lässt sie sich nicht. Können wir vielleicht nochmal... Ich kann tatsächlich zaubern. Das kann ich jetzt bis zur Erschöpfung. Hurra. Das kann ich jetzt bis zur Erschöpfung. So, jetzt müssen wir den irgendwie. Ja, wenn wir den jetzt hier hinlenken, können wir hier den Spiegel. Mitnehmen, den wir da drüben noch irgendwann brauchen werden. Wir haben einen anderen Spiegel. Zu fest verkeilt. Das schaffe ich nie. Der Spiegel ist... Immerhin müssen wir dieses Ungeheuer nicht mehr fürchten. Er ist ganz hohl, wie ein steinerner Schlot. Ja, können wir da irgendwas reinwerfen? Das Prisma vielleicht? Ich bin etwas... Und den Schuh? Ich glaube nicht. Und die Spuckpflanze reinspucken lassen? Der Kopf der Pflanze schaut jetzt durch den Schlund geradezu auf das Auge. Aha, jetzt müssen wir irgendwie das... Das Gefühl, jetzt müssen wir irgendwie den... Die Pflanze triggern. Und auf das Auge schießen lassen. Den Spiegel nochmal hier hinstellen. Was ist, wenn wir den Spiegel woanders hinstellen? Die hat einen Spiegel. Wenn wir hier einen Spiegel hinstellen würden, dann würde das hier das Auge blenden. Könnten wir doch jetzt hier... Können wir den Spiegel hier irgendwo hinstellen? Das Lampenöl... Natürlich nicht. Okay. Okay, dann irgendeine... Das ist so eine... Da leuchtet es hin. So, da können wir jetzt durch. Vielleicht können wir es. Ja, hier sind Löcher. Ich kann den Spiegel hier ins Loch stecken. Und dann. Schauen wir mal, was passiert. Aha. Weist also auf den mittleren Höheneingang. Vielleicht können wir da jetzt durch. Mal den weglocken.
So. Bitte sei vorsichtig. Du auch. Jetzt hier und jetzt auf den Höhleneingang zugehen. Wie sollen wir jemals unbemerkt an dem Wächter vorbeikommen? Wie? Tja. Können wir vielleicht. Wir wissen jetzt, dass das der mittlere ist. Dazu müsste es zerbrochen. Okay, nee, da muss jetzt hier der. Jetzt müssen wir den nur hingucken lassen. So, vielleicht tun wir jetzt. Hilf mir, Fex. Hilf mir, Fex. Tja, also nicht. Zerbrochen sein, sagte er. Dazu müsste es zerbrochen sein. Das kriegen wir hin. Ich glaube nicht. Hä? Bitte was? Verständnis Stümpfe Ledermaus. Okay. Können wir vielleicht einen Steinpilz machen? Mit bloßer Hand fange ich die. Zum Glück kann man jetzt. Aha. Das macht mich jetzt auch nicht. Nein, was soll das auch bringen? Vielleicht. So wird das. Da kann man die Fiole hier irgendwie. Das bringt nichts. Ja, dann. Dann wüsste ich auch nichts mehr. Da haben jetzt einen Pfad, der dort unten zum dritten Tor hin zeigt. Können wir da runter? Ich glaube, ich höre es atmen. Puh. Wer weiß, was jetzt zu tun ist. Und das scheint schon irgendwie richtig zu sein, das mit dem. Der zeigt jetzt da runter. Tja. Für solche Rätsel bin ich eigentlich heute zu kaputt. Tja, was machen wir nun? Jetzt können wir hier die Pflanze nicht anzünden. Wollen wir die Pflanze irgendwie zerbrechen? Den Riesenwurm. Hilf mir, Fex. Das war das Auge vielleicht zerbrechen. Als ob.
Hallo? Es ist immer noch da. Jetzt hat es ein zerbrochenes Auge. Hallo? Vielleicht können wir jetzt... Wenn es mich ent... Jetzt rübergehen und jetzt mal kurz. Immerhin müssen wir dieses Ungeheuer nicht mehr fürchten. Hä? Der Kopf der... Warum sollte ich... Wie haben wir denn die Pflanze vorher... So mit dem Feuer haben wir das gemacht. Ich habe endgültig... Hätte klappen können. Oh, es hat geklappt.